Hallo und willkommen bei Raftopia. Es ist eine kleine Zwischendurch-Session hier. Ich habe hier ein riesengroßes Raft gebaut. Das geht bis da hinten hin. Und da habe ich schon mal zwei Sachen hier angefangen zu bauen. Ich muss diese ganzen Flaschen definitiv füllen, aber aus dem ganz anderen Grund, ich werde sagen, ich habe hier einiges vor. Ich werde auf diesem Raft eine kleine Stadt bauen. Dadurch, dass Raft noch selber in der Early ist, ist das natürlich ein bisschen doof, weil es sind noch nicht so viele Möglichkeiten da. Doch, ich kann ja rüber. Also wie gesagt, es fehlen noch einige Möglichkeiten. Und deswegen muss man da nochmal schauen. Man kann eben nicht so viel machen auf einmal. Und das ist natürlich doof. Okay. Die eine ist. Ja, ist okay. Kann man verlieren. Wie gesagt, ich zeige mal kurz, was ich hier gerade vorhabe. Und dann mache ich ein gemeinsames Projekt mit Bionalu wieder. Weil ich gerade nicht da, deswegen habe ich jetzt mal die 10 Minuten, um das jetzt mal zu machen. Allerdings, ich muss erstmal diese Flaschen hier füllen. So. Warum so viele Flaschen, werdet ihr gleich sehen. Ich habe hier hinten so einen riesen Bau gemacht. Dann habe ich hier was gemacht, weil hier sollen nämlich Tiere hin. Deswegen ist es so grün, damit das der Fläche angepasst ist. Batterien habe ich noch nicht reingemacht. Ganz einmal, wenn ich hier anfange, dann gibt es das Problem. Hier. Dass dann, wenn ich hier aufhöre mit Flaschen machen, dass hier vorne dann wieder angefangen werden muss. Und das ist echt doof. Deswegen kommen die Batterien als letztes. Deswegen habe ich unten auch zwei Schränke. Und dadurch, dass das der Kreativmodus ist, wie ihr gerade mitbekommt, habe ich auch, ja, kann ich auch das schneller machen. Ich bin nicht mehr von Instant abhängig. Allerdings, es ist noch eine Early. Das heißt, im Kreativmodus schwimmt das Schiff nicht. Also ich kann steuern, wie ich möchte, es bewegt sich nicht. Es gibt im Kreativmodus auch keine Inseln, die man nutzen kann. Ist natürlich doof, wenn man das so sagt. Ja, das wird natürlich, ja, das ist so eine, das haben sie auch noch nicht verbessert, dass man das quasi automatisch einmal hochschieben kann. Aber gut, es ist noch eine Early. Ich nehme es nicht übel. Ich bin ja froh, das Spiel hat sich ja wirklich in der kurzer Zeit super entwickelt. Also die Spieleentwickler waren echt top. Kann man ja nicht meckern. Und gleich muss ich nochmal runter. Weil es wird definitiv nicht reichen. Ja. Ja, ich muss noch mal runter. Ich habe das hier auf zwei Etagen gebaut, weil hier oben, wie man jetzt sieht, geht es ja weiter. Und ob ich hier oben auch noch was in eine Feldanlage mache, weiß ich nicht. Oder ob hier oben was anderes hinkommt. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich werde das Schiff komplett weiß machen, den Boden. Und ja, das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe hier, um ehrlich zu sein. Weil ist ja schon ein riesen Gebäude hier für ein Raft. Im normalen Spiel ist das wirklich
Ja, da muss man wirklich unendlich Insel abfahren, um überhaupt erstmal diese Bodenfläche zu machen, ohne dass der Hai großartig angreift. Das ist eigentlich eine Sache der Unmachbarkeit. Außer man hat viel Geduld und Nerven. Oder spielt im friedlichen Modus, wo der Hai nicht unbedingt alles kaputt macht. Weil sonst muss man ja alles mit Metall hier verstärken und so weiter und so weiter. Das ist ja echt nicht mehr normal. Reichen die Flaschen doch? Muss ich nicht nochmal runter? Weil dann würde ich mich freuen, wenn dann könnte ich mich mal die Batterien dran machen. Aber erstmal werde ich dann Nacht übernachten hier und schlafen. Das wäre sinnvoll. Ja, sinnvoll wäre es. Ja. Jetzt alles mit Grünfläche. Und wenn ich jetzt die Batterien drauf habe, dann komme ich mal zu den Tieren. Deswegen habe ich auch alles abgesperrt. So. Ne, die kommen hier noch rein. Rein. Ich mache jetzt mal direkt so, damit das auch wirklich hier an. Na gut, okay. Gut, dann wollen wir mal. Batterien brauche ich. Batterien. 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 War ich glaube hier. Wir brauchen eine Menge Batterien. Wenn man das mal so sagen kann, es muss auf jeden Fall eine Menge Batterien ran. Zumindest muss ich für Batterien nicht nochmal runterlatschen. Das ist ganz praktisch. Okay, haben wir schon mal wieder was. Ihr seht schon, es fängt an hier mit dem Begießen und gleich gibt das eine super grüne Fläche. Okay, der Weg ist natürlich, ja, auf so einer Größe, ich habe es mal echt übertrieben wieder. Man könnte auch kleiner anfangen. Aber gut, die Flächen, die nicht, die ich auf Zeit nicht schaffen werde, werde ich einfach abtrennen wegen den Tieren. Ich muss mal gucken, ob das alles von der Zeit her möglich ist. Auch von der Größe her. Und wie viel Platz die Tiere eigentlich jetzt brauchen. Das weiß ich ja nicht. Deswegen werde ich das rausfinden. So, dann kommt die auch noch runter hier. Dann bin ich gleich hier durch. Dann kommen erstmal die Tiere. Ist schon cool, ich komme hier schon echt gut weit voran. Der Kreativbereich ist natürlich für viele nicht akzeptabel, weil die wollen ja selber was, aber ich baue ja auch sehr gerne. Deswegen ist der Kreativbereich auch mal was Angenehmes. Ich werde jetzt aber mal erstmal, die Batterien haben sich auch gleich wieder ein bisschen aufgebraucht. Dadurch, dass das Spiel in der Early immer noch ab und zu ein bisschen abstürzt, immer noch abspeichern. Und ich werde jetzt am Tage spielen. Und hier werde ich überall noch Fackeln setzen. Das mache ich gleich nach den Tieren. Aber erstmal wieder Batterien weg, Tiere hoch, Fackeln ran. Und dann wird durchgefackelt hier. Wie man jetzt sieht, alles schön beleuchtet hier. Und gute Nacht. Okay, haben wir das schon mal? Das ist quasi der eine Teil. Dann
Hier ist das noch nicht so, aber hinten habe ich eine kleine Allee voller Bäume. Ich glaube, die werde ich hier hinter durchführen. Muss ich mal gucken. Ach ja, ich wollte die Batterien weghauen hier. War hier nicht noch was? Nö, war wohl nicht mehr. Gut, die Batterien, die können erstmal hoch hier. Tiere und Fackeln kriege ich oben. Bei den Tieren, oh, ist das schön. Gleich richtig grün, das gefällt mir ja mal. So, die Tiere. Die Tiere sind hier unten. So. Dann einmal hier. Eigentlich wollte ich hier drauf. Aber gut, dann mache ich von jedem 11. Und oben mache ich Anbauflächen. Das wäre doch eine Idee. Schöne Anbauflächen oben. Hier unten sind die Tiere und... Na? Klein dazu. Ich weiß nicht, ob das Spiel das aushält oder das dann anfängt hier zu backen. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Könnt ihr euch gleich anschauen, wenn ich hier durch bin. So, ist hier alles voller Tiere. Die fühlen sich natürlich wohl. Und ich muss immer aufpassen, dass jetzt quasi das hier nicht so ein bisschen, ja, am Verhungern ist. Fackeln brauche ich. Wo waren die denn, die Fackeln? Ist ja merkwürdig. Ah, hier, die Laternen. Davon brauche ich wirklich viele, weil die Fläche ist groß. Okay, dann stelle ich schon mal hier schon auf. Bei jeder zweiten ja am besten. Damit man das auch wirklich abends sieht hier. Oben und unten. Zumindest kann ich durch die Tiere durchlaufen, was so ganz praktisch ist. Okay, so schnell gehen 5 Stück weg. Man glaubt es nicht. Okay, da habe ich jetzt ein zu viel gebaut, aber egal. Ich habe jetzt solch, ich kann es mir ja leisten. Okay, hier seht ihr schon, wie weit das Ding ja streuen kann. Also ist das ganz praktisch hier. Der mittlere Streifen wird hier mit denen auch hier belegt, was eigentlich ganz gut ist. So. Gut. Okay, haben wir das schon mal. Ja, Bionale schaut, es sieht ihr Der gerade mit Zoo so. der glücklichen Biotiere. Ja, kann man so Jetzt sagen. extra komprimiert. Ja, das ist ein Warf der Extragröße. Ist das eigentlich noch Biohaltung, wenn sie den ganzen Tag draußen stehen, sich aber nicht mehr bewegen können? Sie können sich doch bewegen. 1 Zentimeter Platz reicht doch für ein Tier. Wie heißt dieses Spiel mit den neuen Feldern, wo eins frei ist? Wo man dann das Bildchen zusammenpuzzeln muss? Weiß ich An so ein nicht. Puzzle erinnert mich das. So was hatte ich als Kind, ich hab's geliebt. So was müssen wir für Maria auch mal besorgen. Weißt du? Jo. So ein Bild. Da sind 8 Felderchen, aber 9 hättest du Platz. Und dann musst du das so lange hin und her schieben,
bis das Bild wieder richtig angeordnet ist. So, jetzt haben wir gleich hier oben auch die Beleuchtung. Unten muss die Beleuchtung natürlich auch. Dann kümmere ich mich um die Anbaufläche. Oh Gott, ey, ist schon wieder 21 Uhr. Ja, ist schrecklich, war, wie die Zeit vergeht. Ich hab das Gefühl, mein Tag fängt eigentlich erst 21 Uhr an, wenn das Kind schläft. Ja. Der Tag fängt wirklich an, wenn das Kind schläft, das stimmt schon. Das Gefühl habe ich auch. Da. Okay, dann geht's runter hier. Die Tiere sind versorgt. Ich mache extra hier drinne, weil von außen werde ich nämlich was dran bauen, aber erstmal muss ich hier den Boden machen. Wir haben erstmal komplett die Tiere, also oben alles gemacht und so weiter. Anbauflächen werde ich oben auch noch hinbauen. Gut. Ja, muss reichen hier. Sind hier noch, genau. Ungefähr bei jedem zweiten. Ja, dann kommt hier noch. Und hier. Oh, gleich zwei. Ist egal. Dann kann sich auch mal verbauen. Okay, dann können die Fackeln erstmal weg hier. Ja, können die Fackeln erstmal weg. Ein Boot voller Fackeln, ey, wirklich. Oh, das sind da noch welche. Gut. Dann kommt das jetzt mal nach unten. Der Boden wird weiß gemacht. Und zwar ab hier. Das ist erstmal so die Abgrenzung hier für diesen Bereich. Hier hinten. Ich werde erstmal alles schön weiß streichen hier, die Boden. Zumindest hängt da nicht das Spiel. Beim Bauen der Bretter hat das Spiel ganz schön gehangen. Durch die enorme Größe der Gebäude gerade. Mann, wie viel Farbe hat denn der? Das ist so unrealistisch. Kreativ? Ja. Unendlich. Ich weiß, das ist so unrealistisch. Aber es macht Spaß. Weil die wahre Größe, die werdet ihr noch rausfinden. Dieses Monstrums. Das ist ja nicht, das ist ja nur ein kleiner Teil hier hinten, den ihr seht, der Grab mal bebaut wurde. Die Basis ist eigentlich ganz woanders, am anderen Ende des Schiffes. Und da, echt jetzt? Wie kommt denn der Gockel hier raus? Hast du wahrscheinlich die Tür offen gelassen? Nee. Da ist der Gockel einfach abgehauen. Noch kann er meinetwegen verrecken. Tiere, die sich weigern, sich hier meiner Meinung zu unterwerfen, die haben in meiner Gegenwart nichts zu suchen. So. Das ist ja wie unsere Bundesregierung. Ja, ich bin wie unsere Bundesregierung. Jeder, der eine andere Meinung hat, wird abgestempelt, der kriegt einen Stern auf dem Arm. Nee. Die werden dann zum Mars geschickt. Nein, das wäre ja nicht zeitgemäß. Die nehmen eine Krone. Du meinst wie unser Söder? Okay, der trägt da auch eine Krone, der fühlt sich da auch wieder König. Krone und ein Stück Holz.
und das Ach so. Steht für Sägespäner. Mehr sage ich dazu nicht. Ach ja. Der Mr. Sägespäner ist ja maßgeblich an der Krone beteiligt. Ja. Er kriegt mich ja um Kotz und Oh! Ich hab die ja noch übersehen. Okay. Dann haben wir die auch noch hier. Ich habe in der Zeit nur die Teile geschafft. Das ist dann nicht normal. Ich glaube, ich werde das Bemalen des Schiffes hier, das Streichen hier der Plattform irgendwann mal offline machen. Ich mache die drei Reihen noch hier. Weil die Fläche ist riesig. Ich werde jetzt oben schnell noch die Anbauflächen, wie gesagt, machen. Damit das fertig ist, da wo Obst und Gemüse quasi hergestellt wird. Kann ich den Gockel auch anmalen? Ne, geht nicht. Oh. So, lieber Gockel. Wegläufer nenne ich dich mal. Okay. Achso, erst beschriften hier. Ich kann nicht rennen mit so einem Gockel. Gut. Jetzt ist der wieder drin, ne? Die legen jetzt brav ihre Eierchen. Das ist schon mal ganz, ganz lieb. Und jetzt wollte ich ja sowieso hier hoch. Ich habe jetzt vor. Ich habe jetzt vor. Was habe ich denn jetzt vor? Anbauflächen. Hier. Die mickrigen Dinger werde ich jetzt nicht mehr nehmen. Ich werde gleich die großen nehmen. Nämlich gleich 20. 25. Dann Baumflächen. Nehme ich gleich viel, viel mehr. Weil ich werde auch noch eine Baumallee hinbauen. Und da brauche ich die natürlich hier. Alle. Okay. Ich kann doch das mit R drehen, jetzt will jetzt erst. Meine Güte, warum denn hier bloß hier? Warum denn bloß? Ach, wie schön. Das haben doch die Gnome in dem Film gemeißelt. Ja. Ronja, die Räubertochter. Dürfte heute gar nicht mehr Der Film war gut. Nur so in der Art, wie der Film gedreht worden ist, dürften sie heute gar nicht mehr drehen. Nee, weil sie nackig rumgelaufen sind. Deswegen dürften sie heute sowas nicht drehen, weil die damals, da war noch nicht die Bestimmung so hoch. Jugendschutz und dieser ganze Zeug da. Heute ist das da nicht so. Weil die Gefahr ist, dass immer irgendwelche, ich sag es mal, kinderliebende Menschen ihren Gedanken gerne freien Gang laufen lassen würden. Egal. Und deswegen durften sie es heute nicht mehr. Was auch verständlich ist. Ach, das ist ein Film. Ja. Einmal über eine Wiese gelaufen für 3-4 Sekunden. Ich finde das jetzt nicht wirklich schlimm. So. Dann bebaue ich jetzt hier weiter. Und zwar ab hier wieder und hier. So. Ich vermute mal, ob die Bilder, die da Kinder gespielt haben, sind inzwischen mindestens dreimal so alt. Du, der Film ist uralt gewesen. Ach ja, ihr hört ja Bionade wahrscheinlich durch das Headset kaum. Ja.
Cool. Haben wir diese Fläche hier oben schon mal sicher? Ich habe ja noch zwei Anbauflächen, die kann ich noch irgendwo hinklatschen. Aber wo? Ach, eine kann ich hier hinhauen, genau. Und auf der anderen Seite ist ja parallel zueinander. So, haben wir diese Anbauflächen jetzt auch erledigt hier. Wir machen jetzt ein Nickerchen. Aber nicht hier. Geht's den Tieren gut? Ja, denen geht's gut. Mal gucken, ob mir irgendwelche ausgebrochen sind. Finde ich manchmal echt amüsant. So, jetzt laufen wir mal übers Warft. Also hier habe ich ja angefangen, ganz hinten da. Und das habe ich bisher gebaut. Also erstmal flach gemacht, wie beim Minecraft. Ja, Minecraft. Nur dass es bei Minecraft schneller ging. Ganz klar schneller. Ihr seht schon da hinten, was glaub mir uns entgegenkommt. Ja. Der Weg braucht eine Weile hier. Ich habe auch in die Richtung schon mal ein bisschen gebaut. Weil ich, wie gesagt, diese Baumallee hier machen möchte. Und die wird dann erstmal durchgezogen. Das war quasi mein erstes Gebäude. Die Batterien müssten leer sein fast. Genau, weil hier Holz fehlt. Nur noch ein paar laufen noch. Aber das Schiff bewegt sich nicht. Hier. Wie ihr seht. Hier habe ich schon einen Teil meiner Basis gemacht. Ich habe jetzt schon Tag 15 hier. Und ab ins Bett. Dann mache ich jetzt noch die Baumplantage. Okay, alles hier runter. Gut. Ich werde das so weit wie möglich nach hinten bauen, wie es geht. Die Bäume hier, die jetzt dann hingestellt werden, die werden nicht abgebaut oder abgefällt. Denn diese Allee wieder zu bepflanzen, das ist echt eine scheiß Arbeit. Die mache ich nur einmal die Arbeit und mache mir eine Baumplantage zum Holz abhacken. Und die ist dann oben quasi im Gebäude drinne. So. Das ist ein richtig schönes, großes, langes Projekt. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das ausgesucht habe. Das wird wahrscheinlich wie bei Minecraft mit der einen Welt ein ganzes Jahr brauchen. Dann ist die Karte kaputt und dann habe ich es umsonst gemacht. Aber ich bin ja froh, dass die Spielstände hier online gespeichert werden. So könnte es mindestens nicht verloren gehen. Puh, so. Aber noch einiges an Auswahl hier. So, runter mit dem Scheiß. Bis dahinter könnt ihr euch ja vorstellen. Alles voller Bäume. So, ich speichere mal lieber ab, der hängt gerade wieder. Weil sonst habe ich hier alles umsonst gemacht. Okay, dann wollen wir mal hier. Ja, das ist so. Ich hoffe, ich komme irgendwann an. Strecke. Weil im Moment, ich werde ja erstmal alles verbauen, was ich erstmal im Inventar habe.
Und dann werde ich erstmal alle Pflanzensamen holen, die ich habe, und werde einmal mal nach vorne rennen und erstmal bepflanzen. Weil mir dann der Finger wehtut, werde ich dann erstmal hier von dem Spiel eine kleine Pause machen. Und später weiterspielen im Spiel. Denn Bionalo möchte bestimmt beim Ranch Simulator das neue Gebäude sehen. Vielleicht. Okay, haben wir das schon hier? Boah, ich bin immer noch nicht ganz hinten und ich habe schon so viel verbaut hier, verdammt nochmal. Boah, meine Güte, ey. Gut, was machen wir denn für Bäume? Wir haben Palmensamen, wir haben Mango, wir haben Pinien und wir haben Birken. Ich mache mal eine kleine Palmenallee. Richtig schön viel. Das muss sich auch wirklich lohnen. Na, ich glaube, 100 reichen erstmal. Wenn nicht, muss ich eben noch mal neu. Einmal gießen reicht. Und die Bäume werden nie wieder angerührt. Ich habe da oben ja auch noch Bäume gefällt, wegen den Geräten drüben. Und die muss ich auch noch anpflanzen wieder. So. Ach, da hat mir was gefehlt. Ich brauche nur hier durchlaufen, okay. Warum tue ich mir eigentlich die ganze Arbeit hier an? Ich mache es einfach. Ich laufe einfach auf der Erde drauf. So schnell verliere ich hier 20 solche Samen, also wirklich. Ich habe schon gedacht, ich hätte mehr. Aber das ist nicht so lange. Die Strecke. Oh, endlich angekommen. Dann habe ich hier noch 3 Stück, genau. Und hier auch noch. Und hier oben habe ich auch noch welche. Genau, diese hier. Wo stecke ich ihn gerade fest? Da muss auch noch angepflanzt werden. Hier brauche ich aber auf jeden Fall mehrere Filtermaschine für Wasser. Wie man jetzt sieht, sind hier noch welche ohne Wasser. Mache ich aber in der späteren Folge. Ich habe erstmal angepflanzt, ich habe erstmal einen Teil der Allee gemacht. Was ich jetzt noch brauche, ist wie gesagt, man kann nur von der anderen Seite öffnen. Okay, jetzt hängt mir die Hängepflanze im Weg rum. Ich brauche das jetzt erstmal nicht mehr, das brauche ich auch nicht mehr. Das kann jetzt hoch. Was brauche ich jetzt? Ich brauche definitiv Anbauflächen und Wasserflaschen habe ich drüben. Anbauflächen für Bäume. Ich mache alles voll. Die Axt lasse ich drin, falls ich mich verbauen sollte.
Jetzt habe ich ein Problem. Okay, Problem habe ich nicht. Ich werde jetzt einmal mal die Axt austauschen. So, so ist angenehmer. Dann sehe ich auch was. Und werde mal schon mal hier hingehen. Und ich erlebe, der bis hier hinter quasi laufen. Und dann kann ich, wenn ich hinten bin, alles mit Wasser füllen und einfach mal wieder geradeaus gehen. Also ich werde hier einmal nach hinten, anderthalb nach hinten gehen. Dann einmal komplett anderthalb, anderthalb. Also zweimal, dreimal komplett. Wegen Bepflanzen und Bauen. Und dann nochmal zweimal komplett hin und zurück, nur um zu gießen. Für eine kleine Allee. Diesen Wege werde ich dann quasi eine andere Farbe machen. Diese drei Teile. Und werde mal schauen, wie weit ich hier komme. Gut, ich speichere ab. Und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge. Das ist eine kleine neue Sache, was eventuell jetzt kommt bei Raftopia. Ein riesengroßes Raft mit sehr viel Potenzial. Ja, Raftopia. Das wird eine kleine Holzplattform hier. Eine Holzstadt. Ja, und ja, wie ihr seht, habe ich hier auch schon angefangen und das soll dann ein bisschen hinter. Weil wenn doch eine Insel da sein sollte, baue ich mich vielleicht mit meiner Holzplattform hier irgendwann mal ran an eine Insel. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Guti, bis dann.